Willkommen zurück zu Let's Play Divinity Original Sin. Wir haben ein unmoralisches Angebot bekommen. Wir haben eine Aufgabe bekommen, Goblins zu töten. Wir haben eine Pilz-Odyssee. Die Reise, das ist was Neues, das blinkt so komisch. Ah, boah, ist schon lang. Ah, okay. Jetzt geht's hier drum. Ja, und die Hexe wollen wir noch befreien, aber bevor wir die Hexe befreien, möchte ich ganz gerne erstmal was für meine Ausrüstung tun. Und ich denke mal, das Bordell ist oben. Ah, okay, gut zu wissen. Ich... Bis gleich. Ah, Gott, ist das Ding hier schäbig. What the fuck? Willst du mich verarschen? Aber der scheint trotzdem freundlich zu sein. Ja, das ist doch mal lustig. Meins. Huch. Was ist denn jetzt passiert? Die Lunte ist ausgegangen. Warum? Ich verstehe das nicht. Ehrlich nicht. Ihr dort, weg von Bicky Bombe. Noch ein Schritt oder und Bicky Bum. Weiter. Oh, verkaufst du Sachen? Verkaufst tatsächlich Sachen. Weiter. Nein, geht nicht. Bitte helft mir. Das Ding hält mich hier gefangen. Es ist verrückt. Es wird mich umbringen. Keine Angst, Fräulein. Er blufft. Er wird es niemals wagen, sich selbst in die Luft zu jagen. Beruhigt euch. Wir kommen nicht näher. Lasst uns einfach darüber reden. Oh, guck mal, er brennt wieder. Keine Angst. Das ist richtig. Nur zu, Kumpel. Welchen Schaden könnt ihr, kleiner Wicht, wie ihr schon anrichten? Hahaha, Bikibu. Ups. schön. Haha, ich habe Quick Loads. Oh Gott. schön, 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 schön. Okay. Versuch mal was. Bluff. Bluff, weiter. Aha, Bicky Boom. Okay. Ist das jetzt fair, wenn ich das so gemacht habe? Ich meine, ich habe den Regen aus meiner eigenen Magie erzeugt und weil ich wusste, was ich anklicken muss, ja, konnte ich den Schaden verringern. Ich denke mal. Das Spiel gibt mir dafür die Möglichkeit, also darf ich es auch nutzen, ne? Danke, danke, danke. Ihr habt mir das Leben gerettet. Dieser Hund Frederik hat mir dies angetan. Er hat mich mit dieser irrwitzigen Kreatur hier eingesperrt. Verkaufst du was? Nee, auch nicht. Du liebe Güte, ich muss hier raus. Ja, ich gehe mal nach unten, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Aber komm zurück und sprech wieder mit mir, wenn ihr mehr über das hören wollt, was hier vorgefallen ist. Noch einmal vielen Dank, süßer Held. Leave my girl alone. Errungenschaft freigeschaltet. Ja, okay. Warum nicht? Guckt gerade keiner, ne? Dann bediene ich mich auch schon. Boah, schon Lehrmeisterstufe 3, okay. Haben wir hier noch was? Nö, okay. Hier ist nichts, ne? Ganz ehrlich. Egal, ob es fair ist oder nicht, ich finde, das ist das bessere Ende. Das ist abgeschlossen. Als ob mich eine abgeschlossene Tür auffällt, ganz ehrlich. Bam. Lausch dreimal gegen, ist das Ding offen. So. Ist offen. War schon offen.
Ja, und wieder eine Stufe 20 Truhe mit 100.000 Punkten. Leider verschlossen. Was war denn hier? Ah, guck mal, die ist schon besser. Die ist offen. Oh, ein bisschen Geld. Ein Schwert, das nichts wert ist? Ernsthaft? Okay. Den Heiltrank nehme ich mit. Das Gemälde, ach, kann ich liegen lassen. Die Tür ist offen. Da darf ich rein. Und eine Truhe, in der... Oh. Ich nehme Nucken aus. Ich glaube, das ist schlimmer als Nucken zu prellen. Ein Mondstein? Was haben wir denn hier? Aha. Einfach mal nix. Was ist das hier eigentlich für ein Sammelort von Nutten? Wohnen die alle hier? Arbeiten die alle da drin oder? Oh je, yeah, ist schon ein bisschen krank. Der ist mir in die Tasche gefallen, da kann ich gar nichts für. So, Frederik hieß der, ne? Elvin, Larry, Marisa. Ich sehe den nicht. Paul. Du kannst Sachen identifizieren, habe ich gehört. Nee. Na gut, dann halt nicht. Du kannst aber den Hammer hier abnehmen. Oh je. Ich sehe was ganz Schlimmes. Warte mal, wie hieß die Nutze nochmal? War das Marisa? Ihr habt mich erschreckt, oder? Mich muss ich erst sammeln. Oh, das ist eine Menge Geld. Ich komme den Weg zwar zu dir. Warte mal, du kannst identifizieren. Nein, kannst du nicht. Weiter. Hallo, Fremde, wie kann ich euch helfen? Ah, das ist die. Guck mal. Sie stottert auch? Oh je. Erzählt mir bei euch. Oh, ich bin nur eine Bedienung. Wie ihr sehen könnt, mein Mann Blossius ist ein Legionär und zurzeit in Sizil stationiert ist. Aber ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Was euren Ehemann angeht, ich habe hier sein Testament. Mr. Nice Guy, Errungenschaft. Sein Testament, aber das bedeutet, er ist... Oh nein, oh, nicht mein lieber süßer Schluss. Keine Sorge, er... lebt er noch, oder... Nun, er ist zwar tot, aber man kann noch mit ihm reden. Until we meet again. Do you believe in God, baby? Because you're the These goblins are worse than the trolls. Ah, was? Ach so, Goblins sind schlimmer als Trolle, klar, warum auch nicht? Ah, guck mal, das ist draußen. So, Nutte, wo bist du? Was kannst du denn? Hast du was zu verkaufen? Bist du ein Schmied? Ihr müsst ein Besen sein, weil er mich gerade vor den Füßen gefegt hat. Oh, oh mein Gott. Oh, und du bist du, keine Ahnung, ich glaube, du bist aus dem Himmel gefallen, weil dein Gesicht sieht aus, als wärst du drauf gelandet. Und ihr seid? Ich bin Ramon. Ich bin vielleicht kein Djinn, aber ihr reibt mich an der richtigen Stelle und ich mache euch eure Träume wahr. Ach so, das ist eine männliche Nutte. Was würden mich ein paar Stunden mit euch kosten? Nein, will ich nicht. Oh, kannst du identifizieren? Nein, kannst du nicht. Ich mich. Nein, ich bin nicht bereit. Rubin. Oh, das erschöpfte Gesicht gibt mir eine Gänsehaut. Was haltet ihr davon, wenn wir uns gemeinsam etwas entspannen? Ich denke, dass sich da irgendein Weg finden lässt, euch zu unterhalten. Mal gucken, ob sie wählerisch ist. Wer zum Teufel seid ihr? Sagt euren Meister, dass sofort hier mit ihnen zu sprechen. Och Mensch, Mädel. Du bist eine Nutte, du hast keine Wahlen.
Was hier? Oh Gott, ganz ehrlich. Scheißnoten. Nachher muss ich noch was zensieren, dann artet das hier noch auf Arbeit aus. Wo ist die? Mensch, die wollte doch hier wieder hinkommen und mir ein bisschen was erzählen. Ja, geh ich halt zu einer anderen Nutte. Mensch. Oder schau einfach mal, wo die sein könnte. Nein. Okay. So. Und so. Du gehst zu ihm. Ihr müsst ein Preiskämpfer sein. Ein Blick von euch und ich liege am Boden. Nein, 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 nein. Die geht lieber auch zu noch einer anderen Frau, als dass sich irgendeiner meiner Leute sich mit dem abgibt. So, hallo. Ich nehme einmal das Familienpaket. Wir sind jetzt zu viert. Erzählt mir von dir. Oh, Schätzchen, diese Geschichte ist für ein anderes Mal, nicht wahr? Apropos, unsere hat noch kaum begonnen. Was sagt ihr dazu, wenn wir uns oben etwas besser kennenlernen? Ich habe alle möglichen Details mit euch zu teilen. Also, habt ihr ein Schlafzimmer bereitstehen? Das tue ich tatsächlich und ich bin scharf drauf, euch an Orte zu bringen, von denen ihr bisher nur geträumt habt, Schätzchen. Was sind denn schlappe 52 Gold zwischen einem Abenteuer teurer wie euch und einer prima Geschichte, die ich für euch bereithalte? Ah, nee, danke. Oh, kommt jetzt, Schätzchen, ich verspreche euch, dass ich euch eine Spritztour mitnehme, die so wild sein wird, dass ihr um mehr und noch mehr betteln werdet. Das garantiere ich euch. Frage. Geht nur voraus, Schätzchen. Silvertal. Schätzchen, ich erkenne diesen Ort kaum wieder. Es hat sich alles verändert, seitdem diese bescheuerte Marklosen zum Trend wurden. Die Minenarbeiter, sie ließen ihr letztes Geld für nur einen Blick von mir springen. Aber jetzt beten sie lieber, als dass sie es spielen. Ich verstehe es einfach nicht. Makellosen? Ich stehe nur herum, preise den ganzen Tag die sogenannte Göttin. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist, aber anscheinend gefällt es ihr, wenn man sie mit Blut vollspritzt. Ich habe mal ein Mädchen gekannt, das auf so einen Zug abgefahren ist. Ihre Kunden haben sie auch Göttin und Meisterin genannt, aber an ihr war sehr wenig Göttliches. So, nachdem wir die Nutten geprellt haben, können wir ihnen das Geld ja auch wiedergeben. Schlafzimmer bereit? Lass uns ein bisschen Spaß haben. Oh, das ist die richtige Einstellung, süßer Gold. Stimmt mich immer etwas romantisch. Dann folgt mir mein Retter in höchster Not. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass wir zu viert sind. So, ich bin ja mal gespannt, was jetzt passiert. Mädchen, ich gehe schneller als du. Ich habe mich schon darüber aufgeregt, wie langsam das Spiel ist. Die ist auch noch nicht zurück. Jetzt sag nicht, das ist dein Zimmer. Nun. Naja, ich habe noch nie was von Privatsphäre gehalten. Jetzt bin ich mal gespannt. Und jetzt? My friend returns. Na, fangen wir an. Das werden wir, Schätzchen. Aber sagt doch bitte erst einmal eurem Freund dort drüben, dass wir gerne ungestört sein wollen. Was? Ich habe doch für alle bezahlt. Until we meet again. So, Leute. Ihr wisst, wie es läuft. Haltet die Kamera bereit. My friend returns. Oh, dann lasst uns aber erst muss ich mehr über eure Vorlieben wissen, Schätzchen. Ihr habt immerhin das Sagen heute Nacht. Sagt mir, was euer Herzenslust entspricht. Eine wilde, gnadenlose Hexe oder eine sanftmütige, sinnliche Nymphe? Gebt mir die Hexenbehandlung, ihr freches Ding. Oh, entzückende Nymphe, tragt mich weg in eure grasbedeckten Täler. Ich frage mich, welches davon, eine schlechte Antwort sein könnte. Ach komm, Hexenbehandlung.
Ich hatte gehofft, dass ihr das sagt. Wisst ihr, nicht jeder Kunde verträgt den Nervenkitzel eines kleinen Schreckens am frühen Nachmittag. Wenn ich gut bin, verliert ihr die Hose vor Schrecken. Komm, machen wir es uns bequem und die Hexe wird ihren Charme walten lassen. Until we meet again. It was a terribly stormy night. In the tiny hut, a cauldron steamed and bubbled. A figure stood in the corner, pressing its fat purple nose into sharp indentation where the hut's walls met. Low muttering burbled through its jagged teeth and bloated lips. A knock, swift and sharp, fell upon the door. Babe Orpe, a small voice called. Babe Orpe, it's happening, it is time. The figure stood up straight and strained the long, stained apron that hung about its hips. A moment, child, a moment, Babe Orpe croaked, hurrying over to the cauldron. She quickly filled two flasks with the swirling violet brew and stuffed them into her pouch. In a flash, she was through the hut's door, flicking two gold coins at the grubby child, who scrambled to retrieve them from the dark doorstep where they fell. The wind whipped Baba Yorpe's hair, lashing her thick skin with thorns. But the old witch had mind for one fact alone. The counselor was nearly dead. After some minutes, she arrived at the edges of town. Working her way into the counselor's sick room now required stealth, not speed. And so Baba Yorpe crept, silent as a cat, between alley and square until she came to the doors of his old, silent mansion. It was nearly easy for the witch to sidle in. Masked in a simple wallflower charm, and wind her way into the crowded room where the counselor lay dying. She cradled her flasks in her arms, enjoyed their warm sloshing, and awaited the final moment. Soon, she whispering croaked, soon enough the counselor will be mine. Reeling mourners around her took no notice. And that's the end of chapter one! So, cutie, what do you think? I bet you could use a pipe, couldn't you? A few puffs sure takes the edge off the suspense, don't it? Well, this has been a pleasure, darling. Come find me again, any old time. Schlampe, ey. So gut war die gar nicht. Nein. Das war, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall guter Gag. So. Das war, ich weiß nicht. Waren das seine 250 Gold wert? Oh je, das war, keine Ahnung. Mit der Nymphengeschichte ist jetzt auch nicht viel besser. So, ich würde gerne wissen, wer denn jetzt dieser Tutsi ist. Bonnie, da ist er doch. Oh, mein Held, mein Herz rast immer noch. Das Gesicht dieses kleinen Monsters verfolgt mich jedes Mal, wenn ich nur blinzle. Erzählt mir von euch. Nee, warte erst. Ah ja, hast Seife. Jede Note muss Seife haben, damit es besser flutscht. Entschuldigung. Erzählt mir von euch. Bonnie ist mein Name und ich bin, oder besser gesagt, ich war eine mietbare Liebhaberin. Leute kamen zu mir, wenn sie etwas Gesellschaft oder Konversation wünschten. Oder wenn sie intimere Wünsche hatte. Aber dieses Fiasko hat dem ein Ende gesetzt. Ich werde nie wieder das Zimmer eines Kunden betreten. Auf keinen Fall. Sprechen wir über diesen Burschen Frederik. Ja? Warum sollte er euch mit einer Bombe in einem Raum einsperren? Was weiß ich? Er ist ein regelmäßiger Kunde von mir mit eher exzentrischem Geschmack. Sollte ich hinzufügen, er will immer, dass ich eine graue Perücke trage und an einem Stock gehe, aber ich schweife ab. Wie auch immer, er hat ja vor kurzem wieder einmal die Nacht verbracht und ich konnte wegen seines Gemurmels nicht schlafen. Er brabbelte die ganze Nacht von irgendetwas ganz Schrecklichem. Heute Morgen erzählte ich ihm davon, dass er unaufhörlich von irgendeiner Maradino und einer angeblich geheimen Schatzkammer irgendwo in den Wäldern gesprochen hatte. Plötzlich wurde er fuchsteufelswild und schrie mich an.
dass der Schatz ihm allein gehöre und dass ich nichts weiter als ein Weibstück sei, dass ich in alles einmischen würde. Marandino, den Namen kennst du schon vorher. Der ist schon ein paar Mal gefallen im Spiel. Ich war kurz davor, ihm mitzuteilen, dass ich mir diese Sprache verbieten würde, als er dieses Monster von einem Keks aus seiner Tasche zog und dem kleinen Gnomen sagte, er solle die Prinzessin bewachen und Boom machen sollte, ich versuchen zu fliehen. Ich verbrachte Stunden schrecklicher Angst in diesem Raum, bis ihr mich gerettet habt. Was könnt ihr mir über die Stadt erzählen? Nicht viel, befürchte ich. Aber fahren Sie fort, ich werde beantworten, was ich kann. Gefällt es euch hier in Silbertal? Ich pflegte zu tun, wissen Sie, die Händler kamen und gingen, sie zahlten gut und machten mir Geschenke. Immer weniger von ihnen reisten nun hierher, wegen der Untoten in Zizil und den Goblins, die sich in den Minen verstecken. Die Zeiten sind hart für ein arbeitendes Mädchen, wenn ich ehrlich bin. Doch wo soll ich hingehen? Gefahr lauert über all diese Tage, diese verteufelten Tage. Ich gehe also richtig der Annahme, dass ihr nicht diesen Marklosen angehört? Ha, ich bin schon lange nicht mehr Marklos, Schätzchen. Und wenn ich mir ansehe, was hier in der Stadt alles so als Markloser durchgeht, möchte ich auch nie wieder dorthin zurückkehren. Ich will Vergnügen, kein Fanatismus. Begeisterung, kein Zelotismus. Diese Leute, ich habe wirklich, weil ich keine Ahnung, was in sie gefahren ist. Oh je. So, Marisa hatten wir schon. Marie ist Unnütte. Nein, mit dir will ja keiner was. Du erzählst auch nur eine doofe Geschichte, habe ich recht? Was ist denn? Warte mal. Die sieht aus. Als wäre sie vielleicht wichtiger. Und sie hat sogar eine ganze Menge. Vielleicht kann sie ja sogar Sachen identifizieren, die ich habe. Ja. Ups, falsche Taste. Moment. Ja, und. Ja, kostet doch gar nicht so viel. So, du hast gar kein Geld? Warum hast du kein Geld? Na egal, ich habe jetzt wieder ein bisschen was zum Verkaufen. Warte, du hast was zu erzählen. Und eure Haut steckt doch ein ganz schönes, ganz hübsches Skelett, nicht wahr? Ja, ein reizendes, kräftiges Ding. Ich wette, es hält mir entsprechende Handlung für 100 Generationen. Oh je. Bist du auch eine Nutte? Nein. Zum Glück. Ich möchte gerne diese Truhe haben. So, ich habe den Inhalt. Die Truhe? Schleichen fehlgeschlagen. Ende. Warum siehst du mich? Mensch. Naja, was soll's. Hassad, ich glaube, der wird doch bestimmt Sachen verkaufen, oder? Hallo, Hassad. Göttin zum Gruße, mein Freund. Ihre Größe brachte uns Feuer, ihre Größe brachte uns Erde und eine Klugheit bringt euch Zauber zum besten Preis in der Stadt. Kommt, macht mir euer letztes Angebot. Du hast auch kein Geld. Sind ja alle arm. Ah, aber die Zauber machen jetzt schon richtig Schaden, wie es aussieht. Fähigkeiten der Explosion. Kostet 3 Aktionspunkte. Schaden an euch selbst und jenen innerhalb von 6 Metern. Nee, ey, wer will denn sowas? Hier. Davon brauche ich mal wieder ein paar. Und das hier. Und das hier. Ich möchte kein Geld ausgeben. Hier, brauchst du nicht mehr. Kannst du haben. Den behalte ich noch. Und. Weißt du was? Wir brauchen schon ein Schild. Ich weiß wie den Resistenzen, eigentlich kann ich das so gut hoch. Man kann, glaube ich, Sachen zerlegen, ich weiß aber nicht wie. So, hier, machen wir uns Freunde. So. Mal selber lesen, ist nur Statist. Handeln. Hat auch kein Geld. Oh.
aber eine nette Waffe. Wir haben 24 bis 59. Naja. Wir können ja mal gucken, was der hier hat. Der hat 17 bis 43. Das wäre tatsächlich ein Upgrade. 17 bis 43, dann gibt mir die. Ja, das ist auf jeden Fall ein Upgrade. So Mädchen, jetzt hast du ein bisschen Geld, das hole ich mir gleich wieder. Es geht an Jahan. Das ist Jahan. Jahan ausrüsten. Das geht zurück an Drago. Stufe 12 ist das Ding. Das kannst du sofort benutzen. Ich glaube, das Ding geht zurück an Drago Battle. Für den Verkauf. Weil... Und so. Na? So, wieder ein bisschen Geld gemacht. Ende. Was haben wir denn hier? Irgendwas zum Klauen? Ich meine zum Finden. Bestimmt. So. Die Stimme ist so schrecklich. Brandon. Hier sprechen wir auch nur auch. Du klingst, du siehst aus, wärst du vielleicht wichtig. Dann, das sieht aus wie eine Schmiede. Da wollen wir noch hingehen. Ich würde sagen, ich gehe da jetzt einfach mal hin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Weil ich glaube, meine Zeit ist um. Und hier, ich habe gerade eben einen Anruf bekommen, während die Nutte... uns Vergnügen bereitet hat. Genau, das war das Wort. Vergnügen bereitet hat. Ich kann die Sachen hier einfach nehmen. So, kann ich verkaufen. Macht wieder Geld. Nein, den haben wir doch nicht. Auch Menno. Brauche ich nicht. So. Die Schmiede. Hier werden wir uns beim nächsten Mal ein bisschen umschauen. Und kann ich hier... Oh, ein Brennofen. Ja, du könntest dich selbst ins Feuer legen. So. Da habe ich gerade eben... Ja. Da ist Sebi und da ist Nadia. Und ich glaube, diesen Händler. Und die suchen wir. Weil nämlich die zukünftigen Herausforderungen wieder ein ganzes Stückchen schwieriger werden, müssen wir nachrüsten. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.